Aloha und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns den ersten optionalen Boss im Tempel von Ankirei an. Um genauer zu sein, handelt es sich um ein Trio aus Käfern, welches ihr aber wie gesagt überspringen könnt, da es keine Auswirkungen auf den weiteren Raid-Verlauf hat. Wenn ihr uns supporten wollt, lasst doch super gerne einen Daumen nach oben sowie ein Abo da. Um keines unserer Videos mehr zu verpassen, aktiviert doch auch direkt die Glocke. Vielen herzlichen Dank! Prinzessin Yao, Vem und Lord Kree, besser bekannt als das Käfertrio, stellen den ersten optionalen Boss in Akku 40 dar. Das Wichtigste an diesem Kampf ist eigentlich vorab zu entscheiden, in welcher Reihenfolge ihr diese legen möchtet, denn je nachdem, welcher Käfer zuletzt stirbt, wechselt der Loot. Hinzu kommt noch ein gemeinsamer Loot-Table. Den besten Loot, aber auch zugleich den schwersten Encounter, bekommt ihr, wenn ihr Lord Kree als letztes tötet. Schauen wir uns aber erst einmal an, wie genau der Bossfight ablaufen wird. Kurz gesagt, werden drei Tank-Camps gebildet, in jeweils einer Ecke des Raumes, der Tank mit dem Rücken zur Wand. Wir empfehlen für Prinzessin Yao einen zweiten Tank bzw. Off-Tank, da sie viert und gleichzeitig einen Agro-Reset hat. Falls der Vier nur den ersten Tank erwischt, kann direkt der zweite einspringen, da ansonsten Yao auf den Raid losgehen wird. Für Melees heißt es wie immer hinter dem Boss stehen und Ranged-DDs wie Heiler können sich hier relativ großzügig im Raum verteilen. Wichtig ist hier vor allem, dass die einzelnen Käfer außer Line of Sight voneinander sind und ihre, sofern Yao nicht euer nächstes Ziel ist, außerhalb ihrer AOE 4 Range steht. Und dann geht ihr einen Käfer nach dem anderen an, in der vorher bestimmten Reihenfolge. Lasst uns aber nun einmal die Fähigkeiten der Bosse betrachten. Prinzessin Yao verfügt über einen AOE 4, welcher ihre Agro komplett resettet. Einen großen Heal, welcher sie sowohl auf sich als auch auf die beiden anderen benutzen und unterbrochen werden kann. Und Bannen, welches 5 Debuff-Slots von den anderen beiden Käfern entfernen kann. Zu beachten ist hier also a. den 4 in irgendeiner Form zu umgehen, b. den großen Heal zu unterbrechen, sofern sie das Kill-Target ist, und c. sie weder in Range noch Line of Sight zu den anderen Käfern zu lassen, um die Bannung zu unterbinden. Sollte sie dann an der Reihe sein, muss nach dem 4 natürlich direkt abgespottet werden. Sobald Yao down ist, spawnen kleine Yao-Brutlinge, welche direkt weg-AOE'd werden müssen. Diese sind allerdings relativ leicht unter Kontrolle zu bringen. Vem hingegen besitzt die Fähigkeit Berserker-Attacke. Hierbei chargt ein zufälliges Raid-Mitglied in Reichweite an, kickt alle sich im Wege befindenden Spieler nach hinten und stunt mit Niederschlagen alle um den angecharged Spieler stehenden für 2 Sekunden. Sobald das passiert, muss Vem direkt wieder in die Ausgangsposition gebracht werden, denn hier kommt nun seine dritte Fähigkeit ins Spiel. Wegschlagen, bekannt von unter anderem Brutal Lashlayer, lässt den Tank relativ weit nach hinten fliegen, weshalb hier, um den Effekt zu negieren, der Tank unbedingt mit dem Rücken zur Wand stehen muss. Zu guter Letzt besitzt Vem die Fähigkeiten Rache und Berserker. Diese werden aktiviert, sobald entweder Vem stirbt oder er der letzte lebende Käfer ist. Wenn Vem also stirbt, erhöht das den Schaden und das Angriffstempo der beiden anderen. Sollte Vem der letzte lebende Käfer sein, geht er durch die Fähigkeit Berserker in den Enrage-Modus. Der dritte Käfer, Lord Kree, hat mit die unangenehmste Fähigkeit, nämlich Toxische Salve. Diese lässt er regelmäßig und solange er lebt auf den Raid los. Hier sind nun die Heiler gefragt, denn diese Fähigkeit muss sofort dispelt werden, um größeren Schaden zu vermeiden. Ansonsten ist Kree relativ einfach. Spalten ist ein regelmäßiger Cleave, weshalb es hier für Melees wichtig ist, hinter ihm zu stehen, und Hauen ist eine Art Wind Fury, welche ihm einen extra Auto-Hit gewährt. Zuletzt gibt es hier nur noch zu beachten, nach seinem Ableben nicht in der entstehenden Giftwolke zu stehen. Von einfach zu schwer, hier nun die besten Reihenfolgen. Lord Kree, Prinzessin Yao und Vem, Lord Kree, Vem und Prinzessin Yao, Vem und Lord Kree. Kurz gesagt, und soweit ihr alles einhaltet, gibt es nicht mehr viel zu beachten. Tanks wie gesagt in die jeweiligen Ecken, bei Prinzessin Yao mit Berserkerwut, Totem der Erdstärke oder Furchtzauberschutz versuchen dem 4 zu widerstehen und wenn Vem in den Raid Charge direkt wieder in die Ecke ziehen. DDs haben es hier relativ leicht. Die Willis unter euch müssen lediglich aufpassen, nicht im Cleave von Lord Kree zu stehen sowie den Heal der Prinzessin zu unterbrechen und die Ranges nicht in Vierweite der Prinzessin. Sofern benötigt, können Jäger den Aspekt der Wildnis benutzen. Auch für die Heiler gibt es nicht allzu viel zu beachten, haltet den Raid am Leben und dispelt Lord Krees toxische Salve. Wie generell in Ankirei ist auch hier bei diesem Bossfight der große Naturschutztrank von großem Vorteil, aber auch Items wie mächtiges Gegengift, Dschungelarznei und Elixier des Giftwiderstandes. Oder natürlich das Anti-Gift-Totem des Schamanen. Falls ihr uns wie immer kostenlos supporten wollt, lasst uns doch direkt einen Daumen nach oben und vielleicht da sogar ein Abo da. In diesem Sinne, viel Spaß bei dem Käfer-Trio und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.